Es gibt keine ungesunden Lebensmittel. Ich sage immer, der liebe Gott hat nichts Böses gemacht. Und wir werden ja komplett wahnsinnig gemacht mit den ganzen Ernährungstrends, die wir haben. Das sind aber, und das muss ich hier sagen, das sind Marketingaspekte. Also wenn ein Ernährungswissenschaftler oder ein selbsternannter Ernährungsguru irgendwas in die Welt wirft, ja, die Schokoladendiät oder wie auch immer, oder lassen wir mal größere Trends, vegan, Paleo und so weiter, dann ist das ganz oft auch ganz plumpes Marketing. Es gibt keine bösen Gerichte und es gibt keine Fettmacher. Die Dosis macht das Gift. Aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse haben wieder eindeutig gezeigt, dass die Butter ein Traum ist, dass das Ei ein Traum ist. Ist doch logisch, überleg doch mal, aus dem Ei wird ein Huhn, das kann doch kein Dreck sein da drin, ja, mit Aminosäuren, und das ist nur das Beste. Und wie hat man uns eingebläunt, ja, nicht mehr wie zwei Eier, sonst stirbst du, ja, ja, Cholesterin, Rausch, Ende. Ist ja nicht so. Oder Schweinefleisch, böse, macht Fett fett und fettarm schlank. Nein, aber Fett macht nicht fett. Ja, Fett hat ein bisschen mehr Brennwert. Selbst Schweinefleisch ist von den Inhaltsstoffen Vitamin B12 sehr, sehr nachhaltig. Und deswegen müssen wir und auch ihr, die ihr kocht, das in die Welt tragen. Wohin geht denn meine kulinarische Reise, meine ganz persönliche kulinarische Reise? Muss ich in der Früh frühstücken wie der Kaiser, Mittag König, abends Bettelmann? Auch Quatsch. Deutsche Gesellschaft für Ernährung, längst veraltet. Das stimmt doch überhaupt nicht. Da müsste ich schon längst tot sein. Ich frühstücke, ich habe ja noch gar nichts gegessen. Null, auf der Autobahn schnell einen Kaffee. Ich würde mal sagen, in den letzten 2 Jahren hat sich kulinarisch mehr getan als in den 10 Jahren davor. Also es wird immer schneller, ja, immer schneller. Also auch Hobbyköche werden immer besser. Ich habe so, ich glaube, die größte Kochschule in Deutschland. Schon 2-mal ausgezeichnet worden als Nummer 1. Sie haben ein riesen Repertoire an Kochkursen. Ein ganzes Team, ein Kochschulleiter und Mitarbeiter. Und da kommt der pensionierte Zahnarzt aus Hamburg, der kommt gern. Es kommt aber auch die 18-jährige Disco-Maus mit ihrer Freundin, weil sie auch irgendwas kochen wollen. Und das macht ja Freude. Und wir sind so interessiert an neuen Genüssen. Auch das Wissen, auch die Leute, die auf den Streetfood-Markt oder wie auch immer gehen, die sind interessiert, die wissen, was Sache ist. Hat jemand von euch ein Feuerzeug? Schmeiß einfach her. Boah. Hey, das ist sowieso meins. So, schau her. Zack. Ein bisschen. Control, zack. Das einmal flambieren. Das kann ich ja vor den Gästen machen. Der Alkohol verfliegt. Das Ganze bekommt so ein schönes Flavor. Ja, mit dem Alkohol, mit den Himbeeren. Die duften so ein bisschen. Und wenn ich irgendwo eingeladen bin, bei Freunden oder so, sagen die, hey, Chefe, komm, nachts um 12, machen Kaiserschmarrn, dann flambieren. Und alle sind happy. Ich glaube, es ist so genau ziemlich eine Stunde, die vergangen ist. Für mich war es eine extremst kurzweilige Zeit, und jetzt hoffe ich mal ganz schwer, dass es für euch auch kurzweilig war. Ich habe für euch einfach mein Herz ausgeschüttet. Ja? Der Vortrag ist vielleicht ein bisschen anders wie ein anderer Vortrag. Ich habe keine Folien, keine Grafiken, sondern habe aus meinem Leben erzählt, so wie es ist. Und wenn das euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen. Und von mir gibt es jetzt gleich eine tiefe Verbeugung. Wie gesagt, ich habe ein paar Bücher dabei, Autogrammkarten dabei, wenn ihr was wollt. Stehen auch die ganzen Fernsehsendungen drauf. Heute Abend bin ich auch live in der Abendschau im Bayerischen Fernsehen. Ansonsten würde ich mal sagen, gibt es eine ganz tiefe Verbeugung von mir. Und Freunde der Nacht, haut rein. Danke. Applaus